Mal sehen, ob wir den Lehmziegelstahl noch geliefert kriegen und mal sehen. Ah, ein neuer Tag in Hundsgrab. Und von hier aus kann man ganz... Was? Wo? Wo? Aus der Gruft? Wo? Der ist gestorben. Ich habe das gehört. Der Zombie ist eben verstorben. Ah, hier war tatsächlich ein Zombie am hellen Tageslicht. Ist er verbrannt? Alles ist ja ein Hundsgrabberbürger wie Pasch. Das glaub... Ach so, hier am Friedhof. Ja, da passieren natürlich merkwürdige Dinge. Man sollte ja auch eigentlich nicht auf Friedhöfen schlafen. Das ist eigentlich gar nicht so angebracht. Habt ihr natürlich recht. Hab ich mal gehört. Ja, ja, ja. Okay, ich war gerade dabei, hier, glaube ich, irgendwas zu erklären. Und zwar, wie das Ganze hier aussehen soll. Und dann habe ich, glaube ich, gesagt, ich hole mal Schwarzeichenholz. Genau, wir wollen das mit Schwarzeiche verbauen, das Ganze. Ich höre schon wieder einen Zombie, die sind irgendwie hier unten, hier ist irgendwo eine Höhle. Und da sind die drinnen. Ich hoffe, da stoßen wir nicht noch drauf. Würde zwar passen hier zu der Hundsgrabergruft. Ach, der Cedric hat auch einen Namen dafür gefunden. Den stelle ich euch in der nächsten Folge vor. Ach ja. Oder ihr guckt mal in die Kommentare vom vorletzten Teil, ja. Was mir gerade so auffällt. Ja. Du hast ja gesagt, dass meine Tastatur ziemlich laut hört. Ja. Du musst mir vorstellen, wie sich das dann anhört, wenn ich die Stadtschreibe-Kommentare schreibe. Oh ja, das ist bestimmt so laut, wenn du dann in deiner kleinen Bude da sitzt am Markt und schreibst, dann kann die ganze Nachbarschaft nicht schlafen. Und ja. Dem Priester im Mojang-Tempel, dem fallen wahrscheinlich die Noten vom Klavier. Also von der Orgel, ne? Die haben ja keine Klaviere, die haben ja Orgeln. Ja, so wird's wohl sein. Kann ich mir gut vorstellen, wenn das so laut klappert. Du brauchst die Blume nicht wegstecken, Eisengolem. Ich habe gesehen, dass du dem Farn eine Blume geben wolltest. So sind sie, die Eisengolems. Aber wo ist denn hier? Ich habe doch hier irgendwo noch eine Werkzeugbank. Hier, eine Werkzeugbank. Okay, ah, da ist er wieder, der Flo. Rennt an mir vorbei und ist weg. So, Schwarzeiche. Da machen wir Stufen raus, aber nicht aus allen. Nicht aus allen Schwarzeichen, sondern nur aus der... Ich erledige nur schnell meinen Laufburschenjob. Hälfte? Ah ja, das ist gut. Reicht das? Ich weiß es nicht. Mal gucken. Reicht das? Reicht das? Mal gucken. Ich bin immer zu faul, das abzuzählen. Es gibt ja welche, die zählen alles ab und machen dann ganz genau, jetzt brauche ich genau hier 32 Stufen und dann komme ich dann genau mit hin. Das ist nicht mein Ding. Ich bin so... Nö, das ist mir zu langweilig. Das mache ich nicht. Ich mache das lieber so. Ich renne dann lieber 20 Mal. Okay. Das wäre auch viel zu einfach, genau. Hier geht jetzt natürlich so eine Holztreppe runter. Hätte man jetzt auch aus Stein machen können, aber Holz und gerade Schwarzeichenholz hat ja auch sowas Erhabenes. Und die schwarze Eiche auf dem Friedhof, das passt. Das passt ganz gut. Und auch zu einer Gruft. Die müssen natürlich dann alle, Schwarzeiche hält nicht so lange, maximal 200 Jahre. Also alle 200 Jahre müssten dann diese Stufen ausgetauscht werden. Aber ich glaube, das wird die Staatskasse auch gerade noch so hergeben. Okay, ich würde mal sagen, bis hierher. Und hier machen wir es nämlich dann so auf einer Ebene. Passt mal auf. Wir haben zu viel Stufen gemacht übrigens, die Info. Die Info, das bringen wir wieder einfach, weil wir gut sind, bringen wir das jetzt wieder zurück zu Hein. Und ich gucke gerade auf die Uhr, 25 Minuten Folge, boah. Naja, gut. Ja, ist halt so. Machen wir eine zweite Folge gleich noch raus, wenn wir gerade so schön dabei sind. Dann bleiben die Kiri und der Flo halt noch hier. Und wir machen einfach weiter, jetzt in der nächsten Folge. Willkommen in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Ich habe mich gerade dazu entschlossen, einfach weiterzumachen. Und heute ist Sonntag, aber kein langer Sonntag, weil den hatten wir letzte Woche, sondern ein ganz normaler Sonntag. Bei mir sind die Kiri. Hallo, Kiri. Hallo. Da ist sie, habt ihr gehört, ganz, ganz leise. Sie ist ganz weit weg, nämlich ganz hinten an der Dunkelwacht bei der Botschaft von Wolfsberg und baut da die Botschaft. Und der Flo. Hallo. Hallo, Flo ist ein bisschen näher, der bringt mir nämlich gerade höchstwahrscheinlich, da ist er. Oh, Kiri, da bist du ja. Kiri ist ganz schön gewalttätig geworden. Entschuldigung, das war ein bisschen Magie. Entschuldigung, ist ja ausgerutscht. Okay. Die ist ganz schön gewalttätig geworden, das muss man mal sagen. Also sie hat in der letzten Folge ja schon, wer das gesehen hat, den armen Flo zu Tode geprügelt. Aber naja, die beiden haben sich wieder vertragen. Das sind Schattenkrieger, die sind so. Das war ein einziger Schlag, da mein Schwert ein einziger tödlicher Schlag. Okay, das waren drei Schläge. Ich habe gezählt. Ich kann Mathe. Hier ist dann sozusagen die Gruft. Schwert im Kopf, manchmal, auch nur Sonntag.
Okay, hier ist die Gruft. Hier kommt die Wand hin von der Gruft. Hier oben natürlich mit so einem kleinen Bogen drin. Da kommen dann überall jetzt noch die normalen Cobblestones rein, beziehungsweise Pflastersteine oder, wie man auch gerne sagt, Bruchsteine. Kommen jetzt hier rein. Das ist, glaube ich, der einzige Stein, der in seiner Geschichte drei Namen hat. Okay, Cobblestone ist jetzt nur die englische Variante vom Pflasterstein. Auf jeden Fall wurde er umbenannt irgendwann vom Herrn Mojang, weil ihm der Name nicht mehr gefiel. Und es wäre natürlich Blasphemie, wenn wir ihn dann weiter einfach Pflasterstein nennen. Wir müssen natürlich jetzt, weil Mojang das so will, müssen wir da jetzt natürlich auch Bruchstein zu sagen. Okay, Freunde, hier kommen nämlich dann die einzelnen Grabkammern hin. Ne? Hier runter kommt kommen wahrscheinlich noch so Zäune, um das Ganze noch ein bisschen schicker zu gestalten. Ich sollte mir hier echt meine Werkbank hinbauen. Jetzt habe ich hier echt nur noch ein. Gleich gibt's übrigens den Lehm. Ich muss halt nur erstmal neuen Lehm abbauen. Und da ist er ja schon. Ja. Ist er gar nicht. Habt ihr gedacht, ne? Habt ihr gedacht, wie sieht ein Flo jetzt aus? Sieht ja aus wie eine Frau. Aber war er gar nicht. Ups, jetzt bin ich schon wieder in den Bach gefallen. Da haben wir übrigens vorhin drüber diskutiert. Hier, die Flo und der Kiri und ich. Der Flo und die Kiri und ich haben darüber diskutiert, wie dieser Bach nochmal hieß. Und ich war Buntbach oder Buntquell oder Bunte Flut, dachte ich erst. Bunte Flut, weil da hinten ist ja die Färberei, Färber und Gerber. Und die färben da ihre, die Wolle halt hauptsächlich. Und deshalb färbt sich der Fluss halt an verschiedenen Tagen immer in anderen Farben. Und deshalb heißt das Ding, glaube ich, Bunte Flut. Ich kann mich aber auch irren. Vielleicht hat ja jemand letztes Mal in den Kommentaren geschrieben. Ja, vielleicht hat es jemand reingeschrieben. Dann konnten wir es ja aber jetzt noch nicht lesen. Da seht ihr mal, wie das ist. Denn, ihr wisst ja. Die Welt ist auch grausam. Ja, das stimmt. Und hier den Diamanten, den haben wir von der Kiri gekriegt. Moment. Von der Kiri oder vom Flo? Von der Kiri. Von der Kiri, ja genau, von der Kiri. Ah, ich bin so, von der Kiri gekriegt, weil sie nämlich in der Mine war und da ganz viel rausgeholt hat. Und da haben wir hier Diamanten gekriegt, aber das könnt ihr euch in der letzten Folge auch gerne nochmal angucken. Da seht ihr dann, wie das Ganze hierher gekommen ist. So, und jetzt machen wir nämlich, da wir jetzt eine Werkbank haben, hier Zäune. Und dann würde ich nämlich ganz gerne, um das Ganze hier noch ein bisschen mysteriöser zu gestalten, hier nochmal so verwitterte Stützpfeiler reinbauen. Und ich mache das jetzt erstmal ab hier, weil ich noch nicht weiß, wie wir den vorderen Bereich dann prägen. Das heißt, ich würde so und so. Ey, warte mal. Das sieht auch cool aus. Wenn wir unten immer einen so hinmachen und dann... Ja, oder jeden zweiten. Lass uns mal jeden zweiten machen, das wird sonst zu viel. Jeden zweiten. Unten ist er natürlich noch so ein bisschen verwittert. Zumindest die oberen hier. Die werden dann noch so ein bisschen verwittert. Und hier ganz oben, der wäre dann halt komplett verwittert. Wir können ja auch noch ein paar Steine außen, so mit bemoosten Stein machen. Das sieht dann bestimmt cooler aus, weil das natürlich zur Gruft auch besser passt. Habt ihr recht. Passt besser. So, und unten kommt ja wenig Sonne hin. Und wo Sonne nicht hinkommt, ist auch weniger Moos. Und vor allen Dingen, wo kein Regen hinkommt. Ne? Moos braucht ja immer Feuchtigkeit. Und deshalb sind hier, ab hier unten, sind die dann so. Ich finde, das sieht ganz cool aus. Und dann passt es sogar. Es passt sogar. Unglaublich. Es geht sich aus. Was sagt ihr beide dazu? Unglaublich, oder? Ja. Ja. Ah. Okay. Also, ich würde mal sagen, unsere Botschaft ist ziemlich teuer. Wieso? Habt ihr Diamanten verbaut? Nein, es ist ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis. Richtig gesagt. Ich bin mal gespannt. Ich bin echt mal gespannt. Ah, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Und dann machen wir hier nämlich die Kammern hin. Kümmere mich nochmal schnell um die Ziegel. Und so. Und hier kämen dann die Kammern hin. Und die werden natürlich dann auch mal so eingegrenzt. Und da müssen wir hier halt ein Loch einschlagen, wo der Sarg reinkommt. Ist jetzt ein bisschen makaber, Leute. Dürft ihr euch nicht dran stören. Aber es ist halt so. Das ist halt ein Beerdigungsinstitut, wollte ich schon sagen. Es ist eine Beerdigungsgeschichte hier. Und die Hundsgraber Bürger werden hier aber in allen Ehren auch wirklich bestattet. So, und wie weit muss der rein? Eigentlich nur zwei, das sollte also reichen. Das heißt, wir können hier jetzt, Moment, die brauchen wir noch. Was eher auch ziemlich interessant wäre, wenn man in jedes Grab von den... Ja, sprich. Von den Dorfbewohnern. Ja. Die haben ja alle bei dir Namen. Richtig. Also alle verschiedene Namen. Ja. Dass man, also,
zum Beispiel halt bei der Edeltraut, dass man da vielleicht irgendwas Edles dazulegt, weil ja die edel ist und sich traut, gell? Ja, zum ja Beispiel, das stimmt, ja. Was ist halt dann einfach nach, zum Beispiel, falls es irgendwann was nicht hoffen, die Waldtraut stirbt, könnte man ja zum Beispiel sowas wie ein Tropenset ziehen. Waldtraut ist tot? Waldtraut ist nicht gestorben. Die wurde doch vom Pilzer... Ja, das war Edeltraut. Nein, das war Edeltraut. Ich hab das falsch... Ja, das ist mein Fehler, weil ich hab das falsch geschrieben. Ich hab nämlich Waldtraut zuerst geschrieben, dabei war es die Edeltraut. So, und für die Edeltraut bauen wir jetzt mal den... Jetzt haben wir jemanden falschen für tot erklärt. Ja. Waldtraut, Edeltraut, ja. Sind ja Schwestern. Das bleibt in der Familie. So. Ja, das stimmt auch durch uns. Und hier kommt jetzt nämlich die Kiste. Es ist übrigens Nacht. Ja, okay, ich komme. Moment. Bin schon unterwegs, bin gleich da. Ich bin mal schnell beim Konstantin. Konstantin. Oh, das ist kein Bett. Gute Nacht, liebe Leute. Das ist kein Bett. Ja. Schlaf ich beim Freestyler. Wer auch immer der Freestyler war. Wer auch immer der Freestyler war. Vielleicht hat er auch ein Grab so lange in unserer Gruft. So, grundsätzlich wird das nämlich dann so aussehen wie hier. Es wird halt eine Grabstelle geben. Davor wird natürlich so eine Art Blumentopf stehen. Da müssen wir auch noch welche von haben. Oben drüber dann das Schild, wer hier begraben ist. Und hier der Sarg. Ja, traurig. Und das geht immer weiter. Das heißt, wir hätten hier erst tatsächlich zwei Grabkammern. Und dann könnt ihr euch vorstellen, dass das Ding ja noch ein bisschen länger werden muss. Hier wäre dann die nächste. Hier wäre dann die nächste. So, und jetzt gucken wir mal, ob unser Lehm schon da ist. Ist unser Lehmziegelstein schon da? Ja, ist schon auf dem Weg. Die ersten paar Steinchen sind schon gebrannt. Hervorragend. Ja, dann kannst du auch noch gleich mal runtergehen, kannst dir das angucken, wie dir das gefällt. Die Frage ist halt jetzt, ob wir die alten Gräber hier, das vom Hund bleibt natürlich da, ne? Und hier liegt der Hund begraben, bleibt da. Aber hier das zum Beispiel. Ob das hier bleibt oder ob wir die in die Gruft verlegen. Was meint ihr denn? Ihr seid ja alte Cracks hier. Verlegen wir die in die Gruft runter? Ich glaube ja, ne? Das ist aber doch. Was ich mir jetzt auch als Aufgabe gemacht habe seit dieser Folge, ich gucke jetzt von Anfang an alle Folgen durch, wow, weil ich will wissen, von wem diese Gräber sind. Das ist einmal, soll ich dir sagen? Das interessiert mich wirklich. Dann wäre ich jetzt ziemlich dämlich, wenn ich sage, weil dann guckst du die Folgen nicht mehr durch. Nein, ich sag. Es wurde nämlich in die Kommentare geschrieben, dass dieses Grab hier, ich komme sofort. Ja, pass auf, ich pack dir in die Kiste, dann kannst du da reinpacken. Zack, da. Hier, jetzt hast du. Egal. Das hier ist das Grab von Hackebeil, dem Piraten. Der damals Hackebeil, ja, der Pirat, der wurde von dem. Ach, da ist unser Hackebeil, ist wahrscheinlich ein Urabstamm. Nachkomme, ja. Ein Enkel, Urenkel oder sowas. Oh ja, ich sollte vielleicht nicht aufs Grab steigen, das ist wahrscheinlich Grabstellung. Genau, das ja, passiert mir auch manchmal, man rennt da voll rückwärts so schnell hoch. Und das hier war, glaube ich, mal von Ilse Bilse, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist eigentlich ein ultra hässlicher. Einer Böse kam da doch ja. nach Käse. Ihr seid grandios. Das ist ein ultra hässlicher Glaskasten. Und ich glaube, der muss weg. Und dann werden die in die Gruft verlegt. Und wir versuchen natürlich. Nee, wenn wir was klauen würden. Also, wenn wir die jetzt bestehlen würden. Dann wäre das natürlich ein Frevel. Es gibt auch noch ein Frevel. Würde ich dir nur sagen. Oh, das ist gut. Den anderen kannst du ja dann einfach hier auch mit in die Kiste packen. Ich mach das jetzt auch erstmal. Geh da vorher in die Kathedrale und frage um Mojangs bei. Kiri, du bist die Größte. Genau das werden wir machen. Wir werden Mojang um Erlaubnis bitten und natürlich auch spawnen und werden den auch in Opfer bringen. Und dann kriegen wir vielleicht die Erlaubnis, die. Nicht mich. Na, das Opfer, dann werfen wir einfach einen Diamanten hin. Ja, zum Beispiel. Jetzt bin ich gerade überlegen, wie ich das hier mache. Du meinst also, es kommt noch mehr Lehmziegelstein, ja? Ja, klar. Okay. Dann können wir das nämlich ein bisschen großzügiger machen. Und hier so eine Stufe reinsetzen. Die Stufe ist ja Verschwendung von Lehmziegelstein eigentlich, weil sie ist eigentlich kleiner, braucht aber mehr. Und dann können wir hier nämlich dann so die Türme hinmachen. So hatte ich mir das zumindest gedacht. So zwei kleine, ne? Vielleicht mit so einem kleinen Gitterfenster hin. So hier auf halber Höhe. Auf der Höhe. Oder noch einen drüber. So. Genau, und dann sieht es auch ein bisschen turmmäßig aus. Das gleiche machen wir natürlich hier auch. Und hier oben kommt natürlich dann noch ein Dach drauf. Natürlich, jetzt habe ich ungefähr 20 Mal nacheinander natürlich gesagt. Ich muss mir das echt mal abgewöhnen. Natürlich mache ich das. Okay.
Also so und so sieht das aus und das machen wir hier auch. Genau. Operation, du brauchst kein Opfer mehr bringen. Ich bin gerade vom Dach gesprungen. Wer? Die Kiri? Ich. Warum? Ich hab doch gesagt, du sollst nicht von Dächer springen, wo kein Strohhaufen ist. Stimmt, das, als Assassine weiß man das. Oh, ja, tragisch. Eigentlich schon. Oh, und bist du gestorben dadurch? Ja, ich hab meine Sache, ich war gleich beim Spawn dort. Also ich hatte dort gleich mein. Der gute Spawn hat mich gleich dort in die Welt gesetzt. Das ist ja trotzdem tragisch. Tragisch. Kann man nichts Aber machen. Ich hab freiwillig mein Opfer gebracht. Ach so. Oh, ja. Das ist natürlich ein großes Apropos Opfer. Strohhaufen. Ich bin sehr enttäuscht, dass es Assassin's Creed Unity nur für die Next-Gen-Konsolen gibt. Was? Ich bin sehr enttäuscht, dass die Was redest du da? Unity nur für Next-Gen-Konsolen. Das finde ich traurig. Davon kennen wir doch ja nichts in Hunsgrab. Nein. Davon haben wir hier in Hunsgrab noch nie was gehört. Next-Gen? Doch. Ha. Ja, das ist so, Was, sag mal, warst du im Klabaut? Warst du eventuell im singenden Klabaut, dann bin ich? Flo? Sei ehrlich, dann kriegst du nur... Nein, würde ich niemals machen. Das würde ich nie machen. Bist du schon wieder betrunken? Ja, gut. Passiert das etwa, oder was? Brauerei in Wolfsberg haben? Weißt du, passiert das etwa öfters, oder warum kriege ich ja nichts mit? Kannst du dich gar nicht mehr erinnern, oder was? Okay, Freunde, nochmal zu euch. Das Publikum ist auch noch da, also die Community natürlich. Nicht das Publikum, die Community ist natürlich auch noch da. Was ist denn eine Community? Kann man das essen? Eine Gemeinschaft. Ein Freundeskreis, wenn man es ganz nett sagt. Ich hab's überlebt, ich bin nochmal vom Sprung. So, Freunde, wir bauen jetzt hier noch schnell die Türme hoch. Das schaffen wir noch in dieser Folge. Und das ist nämlich, glaube ich, dann schon die 97. Dann wird's langsam spannend. Was die Folgen angeht, denn dann sind wir bald am Staffelende. Und was haben wir in dieser Staffel alles geschafft? Wir haben zumindest... jede Menge neue Baustellen. Eine Baustellen. Eine Botschaft gebaut. Die Botschaft. Wir haben... es sind zwei Botschaften dazu gekommen. Die Hansa-Halle gebaut, ne? Wir haben eine ganze Menge. Das ist echt eine ganze Menge, was wir geschafft haben. War das schon in dieser Staffel? Das war genau der Anfang dieser Staffel, genau. Das war genau der Anfang. Dass die Kathedrale, ist weit geworden. Die Kathedrale haben wir weitergebaut. Kathedrale, ja. Zauberei? Genau. Vielleicht. Das sieht noch käsig aus hier. Das machen wir nochmal anders. Der Turm muss auch noch höher, schätze ich mal. Ich dachte, hier war ursprünglich Lehm drin. Ich habe da mal ein bisschen was reingepackt. Ja, da war ja auch ursprünglich Lehm drin, aber weißt du, wie das ist. Es kommt immer was dazu. So, kenn ich doch. Turm muss ein bisschen höher. Hilft alles nichts. Fichti ist alle. Hinten könnte man sogar noch einen Eingang reinmachen. Das ist sehr cool. Einfach welche. Ich gehe jetzt Fichtis töten. Und dann könnt ihr da oben noch so ein, ich schau mal. Ja, sieht gut aus. Das sieht gar nicht so gut aus. Das Dach da oben drauf. Ja, ich überlege gerade noch, ob wir hier oben dann noch so einen Abschluss drauf machen. Können wir mal. Ich möchte das auch nicht zu hoch machen. Das soll nicht zu hoch werden, das Ganze. Weil es ist ja immerhin nur eine, in Anführungsstrichen nur eine Gruft. Man könnte natürlich jetzt hier auch das mit Stufen machen. Das sieht ja bestimmt auch ganz cool aus. Wartet mal, Freunde. Ich guck mal von unten, dann wird mir das sofort auch... Ja, das geht. Das könnte gehen. Es könnte funktionieren, dachte der Mann. 10, das ist ein bisschen wenig. Kriegen wir noch 4 raus. Habe ich noch was reingeschmissen da eben? Habt ihr da aufgepasst? Wo ich hier im Ofen war, habe ich da noch... habe ich nicht. Arrgh. Naja, gut. Es gibt übrigens noch mehr Ziegel. Also ich weiß nicht, wie viel du brauchst, aber ich habe einfach... Oh ja, du kennst mich doch. Ich brauche noch eine Menge, höchstwahrscheinlich. Ja, am liebe Freunde. Ich gucke auf die Uhr. Die sagt mir, ist gleich vorbei. Alles ist gleich vorbei. Wir werden das hier natürlich noch sehr viel länger machen, denn wir müssen hier ja noch... ordentlich Begrabene unterbringen. Ich baue das dann auch ein bisschen weiter und wir sehen uns dann am Montag wieder, wenn es wieder heißt Chronik eines Dorfes und neue Abenteuer aus Hunsgrab. Ich bin mal gespannt, wie weit dann die Wolfsberger Botschaft ist. Ich bin mal gespannt, wie ihr euer Wochenende verbracht habt, ob es was Aufregendes gab oder auch eher nicht. Oder ob die Abenteuer hier aus Hunsgrab das einzig Aufregende waren. Und ich bin gespannt darauf, vor allen Dingen, was ihr mir hier für Vorschläge macht, wie wir das Ganze hier noch gestalten können. Das interessiert mich am meisten. Und deshalb sage ich jetzt, wie jeden Tag, liebe Leute, ich esse erstmal ein Steak und genieße den Moment, wenn ich sage... Ich esse erstmal ein Steak. Genau.
Zitat Ende. Gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedersehen.